Hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute 79 von 365 bei uns im Keller, deswegen ist auch etwas verzerrte Optik vielleicht mit Blitz gefilmt heute. Ich möchte eine ganz einfache Möglichkeit vorstellen, wie man denn das Lenkerband am Aero-Lenker vielleicht ersetzen kann, beziehungsweise auch eine Low-Budget-Variante. Und zwar war ich letzte Woche beim Railslide hier in Frankfurt, das ist ein Skateboardladen, und habe mir einfach Grip-Tape, also Deck-Tape von einem Skateboard geben lassen. Und das ist einfach ein Bogen, den kann man sich abschneiden lassen. Das waren jetzt nur ein paar Quadratzentimeter, die habe ich für umme bekommen. Und das ist wie so ein Schmirgelpapier mit einer Klebeunterhälfte. Und habe es hier auf der Oberseite bzw. auf der Unterkante vom Lenker montiert. Und auch hier noch an dem kleinen, am kleinen Schalthebel außen nochmal, sieht man es vielleicht auch nochmal so ein kleines bisschen. Gibt es zwei Varianten, einmal ein bisschen weniger hart, das habe ich jetzt gewählt, oder dann richtig grobes Papier, da war ich mir nicht sicher, ob das meine Hände verkraften. Aber das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Gewichtsoptimiert, preisoptimiert und vielleicht auch aerodynamisch optimiert, ein Grip Tape aufzutragen. Bis morgen. Ciao.